Schlurf und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft PE Let's Play. Und wie versprochen, war ich zwischen den Aufnahmen meinen Gehen und jetzt habe ich da eine Kiste erstellt, in der ich, also ich war nicht sehr viel meinen, aber in der ich alle meine gemeinten Sachen reintue. Also irgendwie so eine, wie soll ich sie benennen? Ich mache schnell ein Schild. Ah, ich habe. Ich brauche noch ein Stick und noch ein wenig Holz. Ah, Holz habe ich. Stick habe ich auch. Ich muss jetzt gleich Holz farmen gehen, denn zwischen den Aufnahmen will ich nur Holz farmen. Also ich will nicht irgendwie auch noch alles, also alles komplett farmen gehen, sondern einfach nur die Mine, weil ich zwischen den Aufnahmen machen. Holz. Nein. Wie sage ich dieser Kiste? Ich sage ihr Mining Chest. Mining Chest. Ja, passt. Okay, Mining Chest. Ich gehe mal rauf und hier seht ihr, ich habe nicht sehr viel gefarmt. Ich hatte auch nicht sehr viel Zeit. Ich nehme jetzt mal ein paar Sachen zum Schmelzen. Schmelze diese schnell. Okay, die Kohle hätte ich eigentlich nicht gebraucht rauszunehmen. Und ja, also, und ich hatte heute eigentlich vorgehabt, in die Mine zu gehen, nicht in die Mine zu gehen, doch in die Mine zu gehen. Ah, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also jedenfalls so einen geraden Abstieg so mit den Leitern in die Mine herab. Jo. Und wie soll ich das machen? Ich glaube, ich werde. Ach, ich weiß wirklich nicht, wie ich das machen soll. Soll ich von unten raufgraben und dann jeweils die Leitern setzen? Ja, das mache ich wahrscheinlich so. Dann sehe ich dann, wo ich raufkomme. Ne, jetzt brauche ich die Axt. Denn als erstes brauchen wir Holz. Und das Holz brauchen wir eigentlich nur für die Leitern und sonst für alles eigentlich. Wow. Ja. Also, jetzt sollten wieder regelmäßig Folgen kommen. Es geht auch wieder vorwärts mit meinen Abonnenten und mit den Aufrufen und so. Anfangs hatte ich ja alle 2 Wochen hatte ich dann irgendwie nach 2 Wochen 10 Aufrufe oder so. Jetzt geht das nur noch etwa halb so lang. Ja. Ski ist. Könnte besser gehen. Mein Bruder kommt vielleicht. Warte kurz. Ich weiß gerade nicht. Wer kommt? Ja. Es ist nur mein Bruder. Okay, das war seine Tür. Meine Eltern dürfen es ja nicht erfahren. Und so kann es sein, dass ich manchmal ein wenig leise werde. Wäre nämlich nicht so praktisch, wenn sie es wissen würden. Mein Bruder weiß es schon. Hat es rausgefunden und später habe ich ihn selber gesagt. Also schon bevor ich ihm es gesagt habe, hat er schon ein Display geschaut. Aber es hat ihn eigentlich nicht so interessiert, also ja. Ich hoffe, diese kurze Pause hat euch nicht gestört. Mir hat sie nur geholfen, also. Es sollte nicht mehr vollkommen, ich hoffe, es kommt auch nicht mehr vor, aber ja. Es kann auch vollkommen, dass einfach meine
Bruder in die Aufnahme platzt. Habe ich da schon abgebaut? Nö. Also, ja, das kann manchmal passieren. Aber halt nicht so schlimm. Und das Update soll diesmal kommen. Ende dieser Woche hat er es angesagt. Angeblich, ich hoffe, es kommt wirklich. Es würde mich sehr freuen. Denn dann gibt es endlich Kessel. Kessel, Kessel und Online-Multiplayer. Ich und meine Kollegen werden so schnell wie möglich einfach einen Server aufbauen und wenn möglich noch gerade am nächsten Tag schon. Also ich werde versuchen, wenn möglich, einen Tag schon nachdem es die Server gibt, ein Display darüber zu machen. Oder einfach. Kommt darauf an, wann wir daran gamen. Da ich Let's Plays mache, könnte es sein. Also es kann sein, dass. Ich weiß ne, jedenfalls nicht, wie ich es machen werde. Denn ich will. Weil ich ja pro Tag durchschnittlich ja nur 10 Minuten auf dem Server gehen darf, wenn ich Let's Plays darüber mache. Und das wäre aber dann nicht so cool, weil dann würden die anderen sicher viel mehr daran spielen und dann wäre ich hinten rein, hatte fast keine. Hatte erst vielleicht danach. Am dritten Tag, wenn ich nicht zu viel voraufnehme, hatte ich erst am dritten Tag ein cooles Haus oder jedenfalls ein kleines Haus. Und ja, also überlege ich es mir noch. Vielleicht werde ich auch einfach pro Tag 10 Minuten aufnehmen und den Rest spiele ich einfach wie offline. Also ja, und ich habe die Uhr nicht gestellt. Aber jetzt sind etwa 7 Minuten vorbei, denn wir haben am Morgen angefangen. Gerade davor bin ich noch schlafen gegangen. Nach dem meinen. Oh, jetzt sind schon Monster in der Nähe. Ich gehe diese killen. Wo sind sie? Unterm Haus. Ich hätte. Oder auf dem Haus? Nö. Ich sollte das wirklich anders machen. Das. Nie, dass das nicht so viele Tom oh, Monster unter oder aufs Haus kommen. Wo bist du, Mann? Kleines Fuzzi. Nein! Na, ich bin wieder da. Tut mir leid. Ja. Geronimo! Nein, 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 nein! Mit Spitzhacke. Joa. So, alles einsammeln und dann wieder zurück ins Haus. Schnell, 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 schnell. Oder nein, nicht zurück ins Haus, sondern besser. Sondern besser, was sollte ich sagen? Ja. Ich glaube, ich kille mal. Ich schaue noch, ob irgendein Monster in der Nähe ist. Sonst kann ich ja nicht schlafen. Okay, jetzt. Gehe ich ins Haus und jetzt gehe ich schlafen. Und ich glaube, bald waren das 9 Minuten. Ich mache noch kurz, baue ich noch ein paar Bäume ab und dann ist es. Ja, dann mache ich wahrscheinlich fertig. Oh nein, diesen Baum wollte ich lassen. Zurück, zurück, zurück. Ich habe nicht gemacht. Dieser Baum war ja so, keine Ahnung. Habe ich ja gesagt. Er sei so schön gewesen. Oder einfach gut platziert. Spinne. Okay, ich muss essen gehen. Tut mir leid und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich diese Folge ein wenig leiser war. Nahaufnahme, sie greift mich nicht an. Aber wenn ich sie antütsche, greift sie mich an? Greift sie mich an? Greift sie mich an? Komm schon, komm schon. Sie ist zu neutral. Wahaha. Jetzt kommt sie. Wow, 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 wow. Oh, diese Creeper. Okay. Ich fälle noch diese 2 Bäume und dann ist fertig. So, noch diesen und dann.
Solange meine Spitzhacke, meine Axt hält. Okay, hat genau gereicht. Bis nächste Folge und schaltet rein. Tschüss.